Wir sind in Berlin auf der INET-Konferenz, ein Think Tank vieler Wissenschaftler, natürlich einmal mehr mit dem Fokus auf die globale Finanzkrise, auch natürlich hierbei auf die Euro-Krise. Und mein Gast ist Sandra Navidi von Beyond Global. Wir haben uns zuletzt gesehen, Frau Navidi, ja, vor knapp 3 Monaten in Davos. Die Kulisse war damals etwas anders. Jetzt haben wir das schöne Brandenburger Tor im Hintergrund. Die Lage hat sich aber nicht groß verändert, obwohl zwischendurch ist einiges passiert. Wir haben den Schuldenschnitt in Griechenland und wir haben 2 große Milliardentender von der EZB im Markt gesehen, die durchaus ihre Wirkung ja auch gezeigt haben. Die Aktienmärkte sehr positiv in den letzten Wochen. Jetzt geht aber das Zittern schon wieder los zu Beginn des 2. Quartals. Sind wir aus der Krise nicht raus? Nein, die Krise hat eigentlich nie aufgehört. Die EZB-Maßnahmen haben zwar geholfen, Zeit zu kaufen vor allen Dingen, aber wir sind die wirklichen Probleme noch nicht angegangen. Die bestehen weiterhin unverändert und ich denke, da ist noch einiges Unangenehmes in der Pipeline, was uns bevorsteht. Das heißt, die Milliarden, die reingepumpt wurden in die Märkte, die konnten das so ein bisschen eindämmen, aber die Wirkung scheint schon wieder zu verpuffen? Ja, wir sehen es jetzt an Spanien, das kocht hoch, denn auch dort sind die Probleme immer noch fortbestehend. Wir haben die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Jugendlichen, und die Immobilienkrise und auch der Bankensektor dort ist unter Druck. Nun sagt aber die EZB, wir helfen euch. Wir helfen euch Spaniern, wir haben immerhin unser Ankaufprogramm weiter, das haben wir nur gestoppt. Das können wir jederzeit wieder aufleben lassen. Also man zeigt hier ein wenig Muskelstärke und will auch den Spaniern beistehen. Wird das Erfolg haben? Es wird einem nichts anderes übrig bleiben. Man kann Spanien auf keinen Fall fallen lassen. Dafür ist es viel zu groß. Ich denke, es wird wahrscheinlich auf einen Schuldenschnitt auch in Spanien hinauslaufen. Man sollte jetzt das Problem versuchen, rechtzeitig einzudämmen und nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, wie in Spanien. Aber man sieht, der Markt glaubt nicht den Spaniern, die gesagt haben, wir machen Einsparungen, genau wie in Griechenland. Aber das ist einfach zu sagen, wir kürzen hier, wir kürzen da. Aber wie schmeißen wir die Wirtschaft wieder an? Wie bringen wir die Leute wieder zurück in die Arbeitswelt? Das ist das große Problem. Das heißt, es wird weiterhin spekulative Attacken geben. Damit müssen wir rechnen an den Märkten. Ja, damit müssen wir rechnen. George Soros hat hier sein neuestes Buch vorgestellt. Er ging sehr kritisch um mit der Rolle auch der Bundesbank. Sagt, die Bundesbank ist zu tradiert in ihren Ansichten und hat ein sehr pessimistisches Bild abgegeben, was die Euro-Krise anbelangt. Er sagte, ein Auseinanderbrechen ist weiterhin ein Thema und wir können es nicht von der Hand weisen. Sehen Sie das ähnlich kritisch?